Zuge der schweren Regierungskrise in Österreich ist Bundeskanzler Kurz Anfang der Woche gestürzt worden. Seit heute steht fest, wer ihm nachfolgen soll. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein wird als erste Frau Regierungschefin Österreichs. Das kündigte Bundespräsident van der Bellen am Nachmittag in Wien an. Er beauftragte Bierlein mit der Bildung einer Übergangsregierung, die bis zu Neuwahlen im September im Amt bleiben soll. Hintergrund ist der Sturz von Kanzler Kurz im Zuge der Affäre um das sogenannte Ibiza-Video. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden, dem Preis für Verdienste um die europäische Einigung. In seiner Rede forderte der Portugiese, Europa müsse beim Klimaschutz das Tempo vorgeben. Man solle Umweltverschmutzung besteuern und nicht fossile Brennstoffe staatlich fördern. Guterres betonte auch die Bedeutung Europas in einer so wörtlich Zeit weltpolitischer Unordnung. Bundeskanzlerin Merkel ist von der angesehenen US-amerikanischen Universität Harvard mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde unter anderem mit Merkels Handeln während der Flüchtlingskrise begründet. Sie sei für das eingetreten, was sie für richtig gehalten habe, auch wenn es unpopulär gewesen sei. Merkels damaliger Slogan, "Wir schaffen das", wurde von der Universität besonders gewürdigt.